Bei CD Projekt Red war es immer unser Ziel, die Spieler in Abenteuer zu entführen, die legendär und realistisch zugleich sind. Geschichten zu erzählen, in denen atemberaubende Magie, fantastische Kreaturen und uralte Prophezeiungen sich mit religiösem Fanatismus mischen, mit Kriegsverbrechen und sogar Rassismus. Hast du die Ohren gesehen? Elfe. Und diese Vision haben wir bei unserem bislang ambitioniertesten Projekt umgesetzt, in der offenen Welt von The Witcher, Wild Hunt. Willkommen, Reisender. Trink mit mir, du Schwanzlutscher. Die nördlichen Königreiche umfassen einen riesigen Kontinent mit abgelegenen Außenposten, idyllischen Dörfern und beschäftigen Städten von erstaunlichem Wohlstand. In den vielfältigen Landschaften warten Gebirgsritte, Segelturns auf dem offenen Meer und Erkundungen vergessener Tempel. Doch diese schöne Land steckt auch voller Konflikte. Rassismus entlädt sich in offener Gewalt. Und der Krieg zwischen den Mächtigen hat viele Leute vertrieben. Eine Plage ist besonders notorisch. Die Monster. Sie machen das Land unsicher, vermehren sich in der Kanalisation, sind die Herrscher der Wildnis und erschrecken der Handelskarawanen. Hier kommst du ins Spiel. Ach, ein Hexer. Das war zu erwarten. Du bist ein Hexer, ein mutierter, professioneller Monsterschlechter mit übermenschlichen Fähigkeiten. Was du bist und tust, widert sie an. Doch jeder braucht bisweilen die Hilfe eines Profis. Bloeder Glevin. Ein Vampir. Ist es schon 1358? Nein. Dann verpisst euch. Wir haben großen Aufwand betrieben, um das Gameplay nahtlos mit der Umgebung zu verbinden. Monsterverhalten und Taktiken hängen beispielsweise von der Tageszeit und der Landschaft ab. Oft sind es die Umstände, die bestimmen, ob der Hexer der Jäger oder der Gejagte ist. Gebiete, die von Monstern befreit wurden, werden wieder von den Menschen besiedelt und verwandeln sich bisweilen in geschäftige Treffpunkte, an denen sich Ausrüstung erstehen lässt. Hunderte Waffen- und Rüstungsverbesserungen warten, doch vor allem dein Kampfstil ist entscheidend. Investiere in Schwertkunst, um Spezialangriffe zu entwickeln. Verbessere deine alchemistischen Fertigkeiten und sammle seltene Kräuter, um Tränke und Bomben herzustellen. Meistere die Geheimnisse magischer Zeichen und vernichte deine Gegner mit einer einfachen Geste. Sie ist zurück, Geralt. Nach all diesen Jahren. In The Witcher Wild Hunt begibst du dich auf die größte Mission deines Lebens. Du musst das Kind der Prophezeiung finden. Eine lebendige Waffe, die den Lauf der Weltgeschicke verändern kann. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Du magst ein gedungener Schlechter sein. Hexer! Doch welche Art Mensch du bist, ist deine Entscheidung. Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Hat deine menschliche Seite das Sagen? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Prost! Oder folgst du dem Pfad des skrupellosen Ausgestoßenen? Verschwindet oder ich töte euch. Und siehst der Welt beim Brennen zu. Wer du auch bist, in den nördlichen Königreichen findest du, was du suchst. Ob es Pferderennen sind, Saufgelage, deinem Herzen zu folgen oder nur der Lust, Kartenspiele, Schlägereien, Orte der Macht, verborgene Schätze, uralte Rituale. Erlebe dein eigenes Abenteuer so realistisch und persönlich wie nie zuvor in The Witcher Wild Hunt.